Mein Vortrag behandelt Merak und seine Ahnen. Die Ahnen sind die Analytical Engine, der ENIAC und das ist der Merak. Und noch ein paar weitere Rechner. Und ich habe da so ein bisschen geschummelt bei der Ankündigung. Ich werde also erstmal meinen Merak vorstellen, weil die Idee war auch, dass man damit die Ahnen besser erklären kann. Ich bin seit 1970, also schon fast 50 Jahre lang, mit Computern beschäftigt. Mal in Göttingen mit der 7040, der ENIAC 1108, war bei der GMD, war bei Nixdorf Computer in Paderborn, habe lange Jahre Patente gemacht und zuletzt internationale Forschungsprojekte. Also man sieht, ich bin schon etwas länger dabei und die alten Computer interessieren mich deshalb ziemlich. Was möchte ich heute erreichen? Ich möchte erstmal erläutern, warum Programmierer-Computer mit Relais schon seit 100 Jahren machbar gewesen wären, wenn man es denn hätte machen wollen. Rein mechanisch meiner Ansicht nach auch schon vor 300 Jahren. Die Technologie der Pfeifenorgel könnte das alles machen, das habe ich jetzt noch nicht bewiesen. Und mein wesentlicher Teil heute ist, dass ich die ersten Computer, die es so gab, als Varianten des Merak oder Merak des Varianten davon erklären kann. Und deshalb gibt es im Inhalt erstmal die Erläuterung meines Merak-Modells, dann komme ich zur Analytical Engine, dem ENIAC, dem Atanasoff-Berry-Computer, dem Havel-Decatron, Zusys S3, da ist der Atanasoff-Berry doppelt und Turings Ace. Nicht ganz in der Reihenfolge, wie sie hier stehen, das habe ich, glaube ich, nachher nochmal geändert. Jetzt kommen wir zum Merak. Merak ist meine Eigenentwicklung, mechanoelektrisch ja, retrograder automatischer Computer. Das, was Sie hier sehen, ist jetzt das, was auf meinem Stand Nummer 10 zu sehen ist. Und zwar besteht das erstens aus einem Programmspeicher und einem Programmsequencer. Hier ist das Blockschaltbild rechts. Sodann aus einem Taktgeber in klassischer Art, hier werden wir es bei anderen Maschinen wiedersehen, durch eine Walze. Das kann man jetzt schlecht sehen von hinten, das Bild ist ein bisschen klein, mit einer Walze mit Nocken, die dann die entsprechenden Taktsymbole geben. Es sind noch nur drei Scheiben, ist also einfach. Vielleicht noch vorab zu sagen, dies ist die aus meiner Ansicht nach kleinstmögliche Zusammenstellung, an der man dieses Konzept ausprobieren kann. Es fehlt also noch vieles, es ist einfach nur gedacht, wollen wir mal sehen, wie weit wir damit kommen. Dann gibt es hier zwei additive Register, das ist das eine und das ist das zweite. Und das war bei vielen frühen Rechnern so, dass man auf die Register addieren konnte und deshalb ist das jetzt hier auch so. Und letztendlich etwas, was es bei keinem, bei keinem der Modellrechner gibt, nämlich noch eine sogenannte Modification Unit, die in den Bus geschaltet ist. Ich werde das aber nachher an den alten Rechnern erläutern, warum das etwas Besonderes ist. Jetzt wollen wir erstmal weiter gucken, wie das mit dem Merak weitergeht. Wir haben als Speicher nur additiven Speicher. Das heißt, jede Speicherstelle kann addieren. Das ist naheliegend, denn hier sieht man jetzt ein einzelnes Speicherelement, ein mechanisches Element. Das ist also, wie man es so eigentlich aus Zählern kennt, das ist also nichts weiter als ein selbstgebauter Zähler. Entsprechend unzuverlässig ist er auch. Er hat also den Transport hierher mit einem Umweg über Bayern nicht so ganz richtig überlebt. Ein paar funktionieren noch ganz gut, die anderen nicht. So ist das halt bei Retro-Sachen. Und diese Zählscheibe wird also angetrieben durch einen Magneten, der diesen Hebel bewegt. Und hier oben gibt es ein Kontakt für das Carry-Signal, denn wenn ich jetzt hier 5 Impulse drauf addiere und der steht schon auf 6, dann steht er auf 1 und das Carry-Signal kommt, und jetzt nochmal sehen, zurück, hier hinten ist also jeweils die Logik für ein Register, dann wird da ein Relais gesetzt und wenn nachher die Carries addiert werden sollen, dann kommt noch ein etwas längeres Carry-Signal und dann werden die Carries alle übertragen. Jede Stelle erhält also die Impulse, das finden wir nachher bei anderen Rechnern wieder. Es gibt einen Übertrag. Im Gegensatz zur Analytical Engine können wir hier nur vorwärts drehen. Und was ganz wichtig ist, solch eine Mechanik hier, ich bin schon da drin, ist nicht einfach zurückzusetzen. Es gibt Zähler, die man zurücksetzen kann, da gibt es so herzförmige Kurven dafür, aber es ist zusätzlicher Aufwand. Es ist auch gar nicht notwendig. Ich kann also mit diesen Registern hier
Zwei Stück haben wir davon, ja, ich gehe nochmal gerade kurz zurück. Zwei Stück, hier eins, jetzt kann ich also von rechts nach links dreistellig addieren und von links nach rechts dreistellig addieren und ich brauche also keine weitere CPU dafür. Aber das Wesentliche ist also, jetzt muss ich die natürlich irgendwie löschen können. Und dafür gibt es einen speziellen Betriebsmodus, da wird der einfach beim Lesen gelöscht. Das ist also etwas, was einige der alten Rechner hatten, insbesondere die Analytical Engine, aber da komme ich dann nachher nochmal drauf zurück. Hier haben wir das Programm, das ist als Evaluator eigentlich noch kein Automatic Computer, weil das Programm wird hier auf diesem Ding gesteckt. Aber das kann man dann später durch einen Lochstreifen oder was auch immer ersetzen. Ich nenne es ein Mikrobefehl, weil bei normalen Befehlen wird zum Beispiel die Registernummer binär kodiert. Das ist hier nicht der Fall. Wir haben also links, jetzt wollen wir sehen, hatte ich da noch was? Das ist nicht, hilft nicht. Ich komme gleich nochmal auf das auf diesen Programmspeicher zu sprechen. Links habe ich einen Schalter, mit dem ich anwählen kann die Zeile, also 0 ist die oberste, 1 ist die zweite oder 1, 2. Jeweils, wenn ich den Schalter verstelle, wird diese Zeile ausgewählt. Wenn ich auf den grünen Knopf drücke, dann wird ein Zyklus abgefahren und ich kann das Ding also halt auch ausziehen und auswechseln, also ein zweites Programm reinstecken. Mikroprogramm deshalb, weil ich hoffe, ich habe es hier. Ja, habe ich. Mich richtig erinnert. Hier sehen Sie, dieser betrifft den einen Akkumulator, der den anderen Akkumulator. Und wenn ich die linke stecke, dann wird addiert. Und wenn ich den rechten stecke, wird ausgelesen. Und deshalb sieht man hier wird ausgelesen, hier wird addiert. Das heißt, ich addiere Speicher A zu Speicher B und in dem Zeile darunter tue ich genau das Entgegengesetzte. Auf der rechten Seite, und ich deshalb Mikroprogramm, weil hier die Signale nicht kodiert sind, ich kann sie also so, wie sie sind, auf die weitere Logik geben. Hier auf der rechten Seite sind es Einzelbits. Der linke Bit sagt einfach löschen. Ich hatte ja schon gesagt, man kann die Speicher nur beim Lesen auslöschen. Also mache ich hier in der ersten Zeile Folgendes. Ich lese beide und lösche beide. Rücksetzen. Ich brauche also keine extra Logik für das Löschen dabei. Das ist ein interessanter Trick, der mir im Laufe der Entwicklung eingefallen ist. Bei einem ganz normalen, sagen wir mal, Dezimalzähler mit Übertrag wird der Übertrag von Stufe 0 ja gar, der Übertragseingang für Stufe 0 ja gar nicht benötigt, weil es ist ja keine Stelle, die einen Übertrag geben kann. Wenn ich jetzt dieses einfach an alle Register schicke, dann kann ich sagen, addiere, nichts senden, beziehungsweise nachher Modifikator unterbricht das Ganze, aber addiere 1. Damit kann ich jedes Register inkrementieren. Und das Letzte, das jetzt hier nicht benutzt wird, das sind die Fibonacci-Zahlen, wie man sieht, immer 1 Register auf das andere zu addieren. Das Letzte, was man jetzt hier nicht sieht, ist subtrahieren. Und das erläutere ich an der nächsten Folie nochmal kurz. Was ich sagte, einen Taktgeber erzeugt also hier in der mittleren Reihe 10 Takte, anders als der ENIAC, der sehr viel mehr Takte erzeugt hat. Zwar 10 Takte Basis auch, aber die brauchen wir nicht. Hier ist das Carry-Signal und hier links, so ein bisschen, der Hebel ist so ein bisschen angehoben, das ist halt das Ende-Signal. Also wir werden das nachher bei der Z3 nochmal sehen. SUSE hat original auch halt so einen Taktgeber verwendet, das war aber gang und gäbe, das war nichts Besonderes. Ach so, da sehen wir die 10 Takte, Übertrag ausführen. So, und jetzt habe ich den Modifikator. Im Gegensatz zu allen anderen vergleichbaren Konstruktionen trenne ich den Datenbus auf und kann in diesem Fall, das ist jetzt ein Evaluator, also das Kleinste, was sinnvoll ist, einfach nur das 9er-Komplement erzeugen. Das heißt, wenn ich eine Zahl auslese, wird die im Bus das 9er-Komplement erzeugen, dadurch, dass ich hier, Moment, wo hatte ich mein Programm? Hier noch 1 dazu addieren kann, kann ich auch das 10er-Komplement verwenden. Das heißt, wenn ich hier eine Zahl subtrahieren will, falscher Knopf, subtrahieren will, dann sage ich 9er Komplement bilden und 1 addieren. Ganz einfach, damit habe ich hier als eine sehr einfache Maschine, die schon eigentlich sehr viel kann. Natürlich gibt es noch Steuersignale, die ich da habe. Hier habe ich meinen Program Sequencer, hier habe ich den gemeinsamen Takt. Wenn
die haben wir eigentlich schon besprochen, die Selektionssignale. Das sind die, die Sie da gesetzt haben. Hier ist der Taktgenerator und das ist die MU, die hier diesen Digit-Bus auftrennt. So, mal sehen, richtig, die Taktsignale, die Selektion der additiven Register, der Ziffernbus, da habe ich jetzt 2x3. Das Ganze wird durch die MU verbunden. Hier habe ich das jetzt eigentlich alles schon mal erläutert, deshalb können wir da relativ schnell rübergehen. Also Registerauswahl, jeweils 4 Bit, die exklusiv hier sind und die Modifikatoren, lösche beim Lesen, addiere 1, Übergangsbit für die erste Stufe und negiere den Datenbus. Mehr kann dieses Gerät noch nicht. Und die Mikroprogramme sehen dann halt so aus, habe ich auch schon ein bisschen erläutert. Lese und addiere, addiere links nach rechts, addiere eine 1 und lese gar nichts. Lösche beim Addieren, subtrahiere, dekrementiere. Es ist also alles ganz naheliegend. Es ist also eigentlich ein Rechner, der, wenn er richtig schön funktioniert, durchaus geeignet ist, jemandem mal zu erklären, wie so ein Computer funktioniert. Beispiel Fibonacci-Zahlen habe ich auch schon eben erzählt. Wie weit sind wir? Oh, ich muss langsamer werden. Sonst kommen Sie zu früh zum Mittagessen. Falscher Knopf. Oben löschen, dann eine 1 in das eine Register und dann abwechselnd die Register addieren, dann kriegen Sie die Fibonacci-Zahlen. An meinem Stand habe ich also noch mehr Beispiele auf Blatt Papier, dann, die können wir dann noch gemeinsam durchsprechen. Das eigentlich schon etwas die Maschine überfordernde ist die Quadratwurzelberechnung. Eine nicht sehr effiziente Methode, aber auch nicht ganz uneffizient. Weil man kann die Quadratzahlen relativ gut mit der Differenzenmethode aufzählen. Wenn Sie von den Quadratzahlen die Differenzen bilden und von den Differenzen wieder die Differenzen, werden Sie feststellen, dass das 2 ergibt. Hängt inhaltlich mit der zweiten Ableitung zusammen, dass die konstant ist. Und das war auch Babbages erste Maschine. Und Sie können also einfach Quadratwurzeln erzeugen, indem Sie überall 2 addieren. Und genau das mache ich hier. Und in diesem Fall subtrahiere ich einfach das Ganze. Ich erzeuge die Quadratzahlen und subtrahiere. Ich setze also hier erstmal, muss das B manuell einstellen. Die Schalter, die Anschlüsse sind schon da, aber es ist noch nicht fertig. Dann subtrahiere ich A von B. Wie ich hier sagte, also sagen, einer 9er Komplement bilden und 1 dazu addieren. Und dann addiere ich das A 2x drauf. Und wenn ich jetzt mitzähle, wie häufig ich bei Register B subtrahiert habe, dann habe ich die Quadratwurzel. Das sind die Programmbeispiele, die ich mir bislang dazu ausgedacht habe. Wie schon gesagt, Quadratwurzel, da müsste ich noch einen extra Zähler anschließen, damit das funktionieren kann. Quadratzahlen kann man auch durch verschiedene Methoden bilden. Ich bin immer auf der Suche nach vernünftigen kleinen Demonstrationsprogrammen, die man jemandem in 2 Minuten erklären kann. Das ist das eine Feld. Das andere Feld ist, was genauso schwierig ist, es gibt kaum vernünftige, tatsächliche Anwendungsprogramme für diese alten Rechner. Wenn Sie da mal jemanden fragen, sagt er, nee, habe ich nicht. Ja, was können die denn damals mit berechnet haben? Ich weiß, dass es für die ACE, über die ich noch sprechen werde, in London noch Archive gibt. Andere Leute, die ich angesprochen habe, für die Analytical Engine gibt es sowieso keine Programme, die Maschine gab es ja nie. Und andere Programme und die anderen haben auch gesagt, nee, das haben wir nicht, das ist aber nochmal eine interessante Sache. Denn es wäre ja natürlich mal schön zu wissen, welche Programme haben die Leute denn damals benutzt? Gibt es genauso wenig. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt eine was dazu noch kommen würde, wenn die Maschine nachher weiter ist, ist zum Beispiel die Collatz-Zahlen oder so etwas. Das ist alles, was noch im Bereich des Ganzen machbar ist. Nochmal zusammengefasst. Nicht zusammengefasst. Jetzt kommt das, was die Pilotversion können sollte, die ich dann vielleicht noch mache. Also halt eine automatische Programmfortschaltung und dann würde ich die Register binär kodieren. Das heißt, ich sage hier eine 0 vorne heißt, es ist ein Datenbefehl von Register Source nach Register Target mit den Modifikatoren. Nur halt, dass die Register jetzt nicht, dass die dann binär kodiert sind.
Und dann würde man auch halt mehr Möglichkeiten haben, den Transfer unterdrücken, es sei denn, man nimmt Register 0 dafür, 9er Komplement bilden, multipliziere mit 10 und dividiere durch 10. Sowas braucht man immer, wenn man die Multiplikation und Division machen will, entweder per Hardware oder wenn man sie hier per Software machen will, dann braucht man als Elementaroperation die Multiplikation oder Division durch die Basis, entweder durch 2 beim Binärrechner oder halt durch 10 beim Dezimalrechner. Und der Modifikator bestimmt nämlich Statusbits und damit kommen wir zur automatischen Programmierung. Sprungbefehle kann man dann einfach machen, indem man sagt, vorne eine 1. Bedingungen, ganz normal, wie man es von allen anderen Rechnern kennt. Aber die Sprungadresse, was machen wir da? Wenn man eine Distanz einsetzt, dann braucht man einen Zähler. Das ist aber gar nicht nötig. Die Leute, die sich mit der Theorie von Turing-Maschinen und so weiter auseinandersetzt, haben teilweise eine viel einfachere Methode und die finde ich so faszinierend, dass ich die hier übernommen habe. Ich setze einfach nur ein Label. Ich sage, das ist ein Bitmuster. Und wenn ich vorwärts springe, bewege ich. Das ist jetzt sequentielle Programmspeicher, also wohlgemerkt, keine Speicherprogrammierung. Wenn ich das vorwärts springen will, dann bewege ich den Lochstreifen oder den Lochkartenstapel so lange vorwärts, bis ich dieses Label wiederfinde. Und zwar nach dem Label mit der gleichen Bitkombination. Und wie ich sagte, angepasst auf sequentielle Programmspeicher. Und dieselbe Bitkombination hat folgenden Sinn. Ich kann auf diese Art und Weise praktisch schon strukturiert programmieren. Ich muss gar nicht Go-Tos zählen oder sagen bis zu der, sondern ich habe kein Go-To. Ich habe eigentlich immer nur solche strukturierten Schleifen. Die Abfrage am Eingang sagt, wenn A größer 0, dann führe den Block aus. Also das wird dann halt kodiert, das ist hier ein Sprungbefehl, das sind 3 Datenbefehle, das ist ein Sprungbefehl. Und unten habe ich die inverse Abfrage nochmal. Und deshalb springe nach demselben Typ. Jetzt passiert also Folgendes, weil es ist nämlich so, wenn ich normalerweise eine While-Schleife habe, dann frage ich oben ab, springe zurück, teste wieder und überspringe die ganze Schleife. Bei einem sequentiellen Medium ist das ziemlicher Unsinn, weil ich muss ja überflüssig die ganze Schleife wieder belegen. Auf diese Art und Weise kann ich also sagen, okay, ich frage erstmalig oben und zum Schluss unten ab und komme dann in eine richtig schöne strukturierte Programmierung hinein, auf eine ganz einfache Art und Weise. So, jetzt die versprochene Zusammenfassung. Es ist ein einfacher, primitiver Rechner. Die ganze Technologie war vor 100 Jahren verfügbar. Auf jeden Fall, als die ersten Fernmelderelais in großen Stückzahlen zur Verfügung waren. Die Mechanik, die jetzt da draußen so schlecht funktioniert, wenn man sie schön mit Messing macht. Und ich habe ja auch Beispiele von kommerziellen Zählern. Alles nicht das Problem. Der Merak ist eine Mixtur aus verschiedenen Ideen, das habt ihr schon angedeutet und ich werde jetzt den Merak benutzen, um zu zeigen, wo aus welchen Maschinen das kommt. Es ist ein Evaluator jetzt, was ich vorzeigen kann zum Test des Konzepts und deshalb manuelle Programmsteuerung. Und die Pilotversion würde dann mehr Register und einen automatischen Ablauf mit bedingten Sprüngen haben. Immer noch nicht speicherprogrammiert, das ergibt sich bei diesem Speicher sehr schlecht. Es gibt nur einen Dezimalrechner. Nein, es gab 2. Später hat Siemens auch nochmal Dezimalrechner gebaut. Aber so von den frühen Rechnern war das dann nur der Havel-Decathlon. Da ich jetzt das Thema sozusagen ein bisschen wechsle, hat jemand jetzt zu dem Zeitpunkt noch eine Frage? Jawohl, Herr Zuse. Ja. Ja, ja. Ich überlege gerade, wie ich es am besten erkläre. Ja, Sie bilden die Differenz zu 9, alles Neunen von dem Wort. Das heißt, das Neuner-Komplement von 001 ist 998. Ja. Und das Zehner-Komplement ist halt ein mehr. Und wenn Sie, jetzt habe ich nicht erläutert, das steht aber in meinem Papier genauer drin, wie Sie mit negativen Zahlen übers Komplement rechnen. Weil ich das 9er-Komplement einfach bilden kann, indem ich die Bits auf dem Datenbus invertiere. Dann kriege ich automatisch das 9er-Komplement. Wenn also das sendende Register 001 sendet, und ich habe ja gesagt, oder ich habe es nicht gesagt, nein, beim Vorwärtsdrehen, doch, ich habe es gesagt, sobald das Carry-Bit kommt, transportiere ich die Bits.
Das heißt, ein Register, was auf 0 steht, dreht einmal rund, dann kommt von 0 auf 9 das Carry-Bit, ist er nicht dazu gekommen, was zu schicken. Ein Register, was auf 5 steht, eine Ziffer, dreht sich also erstmal 5 vorwärts, dann kommt das Carry-Bit, dann werden die 5 Bits übertragen. Und wenn ich jetzt, und das ist der Unterschied auch zum ENIAC, nicht die einzelnen Impulse, sondern nur das Freigabesignal, ne, dann muss ich das nur invertieren und prompt habe ich das 9er-Komplement. Man fragt sich natürlich, warum der Modifikator deshalb so aufwendig war. Aber dann habe ich automatisch das 9er-Komplement. Ich war sehr glücklich, dass ich nicht noch dieses 1 extra addieren musste. Beim ENIAC beispielsweise gibt es dafür ein extra Taktsignal zusätzlich zum Carry, wo den Addierern alle gesagt wird, jetzt könnt ihr noch mal eins dazu addieren, wenn ihr eine Subtraktion macht, also das Komplement liefert, hatte auch 10er Komplement der ENIAC. Und ich brauche das nicht. Huch. Ist er jetzt unzufrieden mit mir hier? Ah, da haben wir es wieder. Das war wohl mein Rechner, ich bitte um Entschuldigung. Da war ich sehr zufrieden, dass ich einfach sagen konnte, okay, durch den Carry-Eingang von der letzten Stelle spare ich mir den ganzen Aufwand. Das heißt, der Merak zieht eigentlich Ideen aus verschiedenen Rechnern zusammen und ist insofern ein Rechner in Retro-Perspektive. Das war halt den Leuten damals alles nicht zur Verfügung. Okay, noch direkte Fragen? Ja? Ja. Ja. Ja, genau. Deshalb hier vorwärts oder rückwärts springen. Aber der Trick an der Sache, und der kommt aus den sogenannten Registermaschinen, die haben auch Zähler. Es gibt also ein theoretisches Modell nach den Turing-Maschinen noch von unabhängig von in den USA und in Deutschland entwickelt, weiß ich jetzt gerade nicht. Da hat man nur Zähler, die man runterzählt und wiederholt etwas so lange, bis ein Zähler null ist. Und das mache ich jetzt hier in gewissem Sinne auch. Ich sage immer nur, ich habe solch, ob das nun if oder eine while, ist es völlig egal. Wenn ich hier unten jetzt halt nicht die inverse Abfrage nehme, sondern einfach ein false setze, dann habe ich ein ganz normales if. Aber will ich natürlich vorwärts. Und klar ist, ich habe ja auch gesagt hier, vorwärts, rückwärts, Label, suche vor oder rück nach rück oder vor mit gleicher Bitkombination. Mit invertierter Bitkombination muss es natürlich heißen. Ja. Ja. Darf ich diese... Nein. Nein, es gibt keinen Vorteil. Natürlich ist das besser. Ich werde das auch nachher sagen. Die Z3 kommt ja nachher auch vor. Die frühen Rechner, die Analytical Engine, der ENIAC und so weiter, waren alles Dezimalrechner. Und natürlich könnte man die Z3 auch rein mechanisch bauen. Klar, wenn Sie einen Relais bauen können, können Sie es auch machen. Ne? Aber ich wollte einfach etwas haben, mit dem ich diese frühen Rechner wie Analytical Engine und ENIAC erläutern kann. Und dafür ist das der Merak. Der Merak ist nicht gedacht, um zu sagen, das ist jetzt der beste Rechner, sondern an diesem Beispiel kann ich frühe Rechner erläutern. Ja? Gut, dann kommen wir jetzt zur Analytical Engine. Sie sehen hier ein wunderschönes Bild von einer, wieder den falschen Knopf erwischt, von einer Frau namens Sidney Padua, die hat eine sogenannte Graphic Novel gemacht. Die hat davor so übliche Comics illustriert. Reihenweise, sehr berühmte teilweise, sogar offenbar ziemlich viel Geld damit verdient. Und die hat irgendwann dem Geburtstagsjahr von Ada Lovelace angefangen, sich für die Analytical Engine zu interessieren. Und sie gehört zu den, ich sag mal, 10, wenn nicht sogar 5 Leuten auf der Welt, die die Analytical Engine vollständig verstanden haben. Die darf man nicht unterschätzen. Die kommen gleich nochmal da drauf. Und dieses Bild ist sehr realistisch, wie die Analytical Engine ausgesehen haben könnte, wenn sie denn gebaut worden wäre. Natürlich als Graphic Novel mit ein bisschen Pfiff dabei, aber Sie sehen hier schon Zahlen, in Ihrem Buch wird das auch erläutert. Ich kann das Buch nur empfehlen, es ist technisch akkurat.
Viel besser als manche Biografien, die Sie so lesen können, weil sie versteht was von der Sache, wie wir vielleicht gleich noch sehen werden. Gut, hier steht schon etwas, Plan 25. Man kann nur sagen, oben im Titel steht die Analytical Engine, gibt es natürlich gar nicht. Erstens wurde sie nie gebaut und zweitens gab es immer wieder neue Varianten. Plan 25 ist das, was Ada Lovelace dann für ihren Artikel verwendet hat. Warum wollte Babbage eine mechanische Maschine bauen? Die Berechnungen damals erfolgten mit Hilfe von Tabellen und diese Tabellen hatten regelmäßig Fehler. Die Computer, die sie gemacht haben, das war damals eine Bezeichnung für einen Beruf bzw. für eine Tätigkeit. Computer war jemand, der mit einem Blatt Papier rechnet. Man hat dann zwar redundant gerechnet, immer drei Leute und die verglichen, aber der Setzer hat ja auch wieder Probleme gehabt. Übrigens hat man selten komplette Neuberechnungen gemacht, meistens hat man die interpoliert. Es gibt, glaube ich, nach Brick hat es also etliche Jahrzehnte, wenn nicht, glaube ich, sogar ein Jahrhundert gebraucht, bis sich ein englischer Mathematik-Schullehrer mit seinen Töchtern dran gemacht hat, mal wieder die Logarithmen neu zu berechnen. Und sein erster Ansatz war die sogenannte Difference Engine. Warum erwische ich immer den falschen Knopf hier? Die Difference Engine, die nach der Differenzenmethode arbeitete. Das ist eine Interpolationsmethode für äquidistante Abstände. Und da ich ja sagte, dass vieles über Interpolation geht, war es also logisch, das zu machen. Auch diese Difference Engine hat Babbage nie fertiggestellt. Das, was im Science Museum in London steht, ist ein Nachbau. Aber das ganz Wichtige ist, Babbage hat sehr großen Wert auf die Zuverlässigkeit gelegt. Und schon in seinen ersten Skizzen gibt es hier solche Rollen, die die Räder wieder auf Null bringen. Ich habe hier für die Analytical Engine für das Geburtstag von Ada Lovelace mal so ein Modell gebaut, in dem so Teile von, so wie ich das bauen würde, hat sich auch verstellt, aber da sieht man jetzt, das kann ich hier jetzt zeigen, da unten ist so ein Rad, dass das immer in die richtige Richtung drückt, also sozusagen digitalisiert. Und Leute, die versucht haben, die Difference Engine nachzubauen, die haben dies weggelassen. Und dann waren die natürlich nicht zuverlässig. Und die ersten Skizzen, das müsste es hier sein, zeigen auch ein Druckwerk. Das war natürlich logisch. Wenn ich ein Problem habe mit dem Setzer, der die Zahlen übersetzt, dann muss ich das auch drucken können. Dann hatte er nach dem Entwurf der Difference Engine, ein paar Modelle hat er gebaut, die Idee, nein, ich brauche eigentlich Zwischenergebnisse. Wenn ich so eine Tabelle habe, so ein Spreadsheet, dann sage ich immer Spalte 5 zu Spalte 6 addieren, Spalte 7 mit Spalte 8 multiplizieren, dann die beiden wieder addieren. Also brauche ich Zwischenergebnisse. Das war die Idee für die Analytical Engine. Ablaufsteuerung durch Lochkarten, Multiplikation und Division durch Hardware. Denn was sollte er mit einer Maschine, die nur addieren kann? Das würde ihm niemand abnehmen. Und die heißt deshalb Analytical Engine, nicht weil sie analytisch ist, sondern weil sie eigentlich alle analytischen Funktionen berechnen können sollte. Bitte? Ja, alles, was sie... Was heißt analytisch? Alles, was sie als Polynomfunktionen ausdrücken können, im Wesentlichen, das könnten sie zwar auch schon mit der Difference Engine, aber zum Beispiel die von Lovelace verwendeten Bernoulli-Zahlen gehören auch noch zu analytischen. Also eigentlich, ich bin jetzt etwas überrascht, weil analytische Funktionen, Analytik ist eigentlich ein fester Begriff in der Mathematik. Wir hatten zwei Vorlesungen, eine Analytik, eine Geometrie. Das war Differentialrechnung gehört natürlich auch dazu. Es war also durchaus schon numerische Integration und Differenzierung. Er hat dadurch die Difference Engine abgebrochen. Hier nochmal zu den Rechenblättern. Das ist übrigens ein ganz lustiges Rechenblatt aus dem Institut für praktische Mathematik in Darmstadt. Das hatten wir bei der letzten großen Ausstellung im Computermuseum in Paderborn dann mal aufgetrieben. Und da haben wir lange dran rumgerätselt. Also man sieht natürlich erstmal deutlich hier zwei Zahlen, das Summe der Quadrate kann man auf einer Tischrechenmaschine relativ gut machen. Und dann wird das nochmal quadriert und nochmal quadriert und dann irgendwann kommt da hoch 10 raus. Und jetzt die Frage an Sie, wer von Ihnen kann mir intuitiv irgendeine physikalische Formel sagen, wo die zehnte Potenz vorkommt? Also ich setze auch einen Preis aus, wenn Sie das herausfinden. Zehnte Potenz von irgendwas? Ja, als Werte, aber nicht in der Formel.
die zehnte Potenz einer Variablen. Ich habe es dann herausgefunden, bei den Flugbahnberechnungen hat man Kurven zusammengesetzt, indem man ganz trickreich durch die zehnte Potenz von etwas 1 plus die zehnte Potenz von etwas dividiert hat. Und das waren nämlich am Institut für praktische Mathematik solche Übungsblätter, wie wir später, das ist die Theorie, die wir haben. Aber trotzdem, solche Rechenblätter waren das, was Babbage vorschwebte. So arbeitete man. Und das ist dann auch, das ist jetzt aus dem Artikel von Adanavlis, das ist zum Beispiel eine Determinantenberechnung, einfach als linear ablaufender das Ding gemacht. Hier nochmal ein bisschen größer für eine jetzt... Moment, das ist Lösung einer linearen Gleichung. Und Babbage-Beispiele gehen auch nicht viel weiter. Wir haben jetzt noch eins gefunden. Ich arbeite da mit Doron Swade, dem Kurator des ehemaligen Kurator des Science Museums, zusammen. Da müssen wir noch ein bisschen genauer drauf gucken. Aber ansonsten waren das einfach Substitutionen, da war nichts Besonderes. Hier sehen Sie jetzt nochmal eine 3D-Skizze, wie sie von Sydney Padua gemacht hat. Hier sehen Sie nochmal, jetzt wird Ihnen das vielleicht noch ein bisschen, das wird Ihnen klarer, wenn ich diese Folie gemacht habe. Dann gehe ich nochmal zurück, muss ich meinen Vortrag nochmal ändern. Hier sehen Sie also das Rechenwerk, die CPU. Hat Babbage als Mill bezeichnet, wird manchmal fälschlicherweise als Mühle übersetzt, aber Mill hieß zur damaligen Zeit jede Fabrik. Sie müssen es also richtig mit Fabrik übersetzen. Und auf der rechten Seite den Speicher. Jetzt gehe ich nochmal zweimal zurück. Aha, da haben wir es wieder. Und da sehen Sie genau das. Und auch die Abtastmechanismen hier der Lochkarten sind genau dem nacherfunden, was man über Babbages Maschine weiß. So, jetzt muss ich mal sehen, ob ich hier eine Maus kriege. Ich habe nämlich noch ein kleines Video ohne Ton. Das war der falsche. Ich hatte mir, ob mein Mauspad hier funktioniert. Da. So, das ist nämlich jetzt so ein laufendes Modell und das Tolle daran ist, die Sydney Padua ist nämlich rundgegangen und hat alle Experten befragt. Sagt mal, ihr habt doch bestimmt schon mal ein Modell der Analytical als Computermodell, als CAD-System gemacht. Haben sie gesagt, nee, sowas Schwieriges. Daraufhin hat sie sich einmal AutoCAD gekauft, rangesetzt. Und sie, die Graphic Novel Designerin war, Illustratorin war, hat also hier die Mechanik der Analytical Engine sehr genau nachgebildet. Das ist also eine Leistung. Ich sage immer, wenn ich an Wiedergeburt glauben würde, wäre Sydney Padua die Wiedergeburt von Ada Lovelace. Auch hier die Zahnstange, die von den die ganzen Daten überträgt. Nee, nicht erneut wiedergeben. Das wollen wir jetzt nicht mehr. Will ich nicht mehr. Machen wir mal zu. Pointing Device, nicht disabled. Ich will das haben. Ich will das nämlich zumachen. So, also wie schon gesagt, dieses Buch ist wirklich sehr zu empfehlen, wenn Sie eine launige Einführung haben wollen. Das hatten wir gerade schon, muss ich nächstes Mal umdrehen. So, das war wieder einen zu viel. So sahen die Mechaniken aus, die Babbage sich da ausgedacht hat. Anders als das, was ich mache, überträgt er das in einer Drehung und durch ein Stück der einen Schub der Zahnstange, also nicht wie ich das bei meinem Merak so mit einzelnen Impulsen mache. Und das haben jetzt auch sind als Leute am Nachbauen, übrigens auch im 3D-Druck, das haben sie nur hübsch angemalt, das ist also kein Druckguss. Und wie Sie sehen, habe ich mich auch daran versucht im 3D-Druck da mal ein paar Sachen zu machen. Wenn Sie also Interesse an dieser Problematik haben, kommen Sie einfach nachher bei mir vorbei. Ist das ein moderner Computer, die Analytical Engine? Naja, es hat eine CPU und einen Speicher, insofern schon. Jede Operation holt aus dem Speicher und legt im Speicher ab. 3-Adressmaschine ist heutzutage nicht mehr üblich, weil man halt Probleme mit der Codierung der Adressen hat, wenn man die Daten im Speicher ablegt. Babbage hatte ursprünglich auch gedacht, tatsächlich eine unäre Codierung der Speicheradressen zu machen. So eine Jacquard-Lochkarte hat viele Löcher, das war gar kein Problem. Er konnte addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Festkomma allerdings, Fließkomma hatte er natürlich noch nicht.
Doppelt genaue Multiplikation und Division mit Rest hat er auch vorgesehen. Dafür hat er sozusagen Mikroprogramme gehabt, das heißt nochmal Walzen mit Dingern, die mit Vorstehen, Aufsätzen, die dann entsprechende Mechanik bewegt haben. Programmierung durch Lochkarten von der Jacquard-Maschine, müsste ich gleich nochmal was dazu sagen. Ein Druckwerk für Ergebnisse, selbstverständlich, aus der Difference Engine. Und es war ein Dezimalrechner, aus logischen Gründen, weil er sagte sich, wenn ich schon gut eine Ziffer durch Drehen einer Welle kodieren kann, dann ist das für eine Mechanik auch das Beste, was man machen kann. Hat er auch gar nicht so unrecht. Es ist aber kein moderner Computer. Das Wichtigste, was wir auch jetzt bei der Ada Lovelace Jubiläum herausgefunden haben, er kennt keine Adressrechnung, keine Indizes. Deshalb ist auch das Beispiel, was von Ada Lovelace da als erstes Programm angegeben wird, jedenfalls nicht auf der Plan 25 Analytical Engine, so ablauffähig, wie es Ada Lovelace fordert, nämlich allgemein jede beliebige Anzahl, abgesehen von der Limitierung durch Speicher von Bernoulli-Zahlen berechnen zu können. Das Programm ist nicht veränderbar, weil es liegt ja nicht im Speicher, sondern es ist einfach auf Lochkarten gestanzt. Die Operations- und Adresskarten sind unabhängig. Es bleibt immer noch unklar, wie die synchronisiert werden sollten. Kein Überschreiben von Variablen. Auch das haben wir erst zum Jubiläumsjahr herausgefunden, wurde immer übersehen. Jeder nahm automatisch an, ja klar, wenn ich einen Store mache, dann wird dies überschrieben. Das geht mechanisch nicht. Sie können dann ja nicht einfach so schnell zurückdrehen. Deshalb, und alle Beispiele in dem Artikel von Lovelace, es wird dort nie eine Zahl überschrieben. Wenn Sie einen großen Rechenbogen haben, tun Sie sowas nicht, auch aus Zuverlässigkeitsgründen. Nehmen Sie einfach eine neue Spalte dazu. Papier ist geduldig. Und deshalb brauchte Babbage auch so viele Variablen. Er wollte ja mehrere tausend Variablen da in seinem Speicher haben. Die Maschine war ja in der Abbildung nicht umsonst so lang. Keine Negation, er hatte einfach die A3-Adressbefehle. Wenn Sie das Negative brauchten, mussten Sie es von 0 subtrahieren und eine neue Speicherstelle schreiben. Warum brauche ich eine Negation? Bedingte Befehlsausführung war irgendwie klar. Irgendwie war ihm klar, dass man das machen musste. Steht auch schon in seinem Vortrag, war auch schon in seinem Vortrag in Turin, aus dem The Lovelace Paper entstanden ist, drin. Aber genau ist das nicht gewesen. Wie schon gesagt, Schleifen sind im Sketch erwähnt, aber erst ab Plan 28, das ist dann so etliche Jahre später, erst realisiert worden. Und deshalb gab es vermutlich auch, nein, das ist mein Computer hier, Quelle wird gesucht, ich habe vergessen, den Splanking wegzustellen. Es gab dann irgendwie Zählschleifen, aber es ist nie zur Reifheit gekommen. Bei einem Jacquard-Muster im Übrigen ist das auch gar nicht so verwunderlich. Wenn Sie sich so einen Webstuhl vorstellen, aus dem Sie irgendwas weben wollen, dann haben Sie keine Schleifen da drin. Sie haben das einfach alles linearisiert. Und das war auch, wenn Sie mit dem Rechenblatt rechnen, haben Sie auch keinen Anlass, Schleifen zu machen. Sie linearisieren das alles und rechnen das alles hintereinander ab. Also deshalb war ihm die Bedeutung einer Schleife in dieser Zeit völlig unklar und gar nicht so wichtig. So. Das war mein Exkurs zur Analytical Engine. Sind da noch spezielle Fragen zu? Sonst kann ich gleich weitermachen. Jetzt kommen wir zu dem nächsten und eigentlich dem ersten Rechner, der produktiv eingesetzt wurde, dem sogenannten ENIAC. Electronic Numerical Integrator in Computer von 1946, eines der bekannten Bilder davon, der viel damit zu tun hat. Aber erstmal wollen wir mal sagen, was sollte der ENIAC eigentlich? Ballistische Berechnungen, die Kanoniere hatten Feuertafeln, da stand dann drin Windentfernung, Entfernung, Wind und was weiß ich nicht alles. Du musst also deine Kanone so und so einstellen, um das Ziel zu treffen. Dafür wurden Tabellen berechnet, in Deutschland, in den USA, in England, überall auf der Welt. Das sind praktisch Lösungen von Differentialgleichungen über numerische Integration, wenn man es genauer machen will. Und die ganze Rechenarbeit ist tabellenbasiert, logischerweise. Und dazu hatte man dann hier Säle, wie historisch das Bild jetzt nicht ist, aber es macht einen guten Eindruck davon. Übrigens waren die Frauen da keineswegs nur Hilfskräfte, die waren also durchaus, hatten mindestens einen Highschool-Abschluss. Die mussten schon wissen, was sie da tun, denn wenn sie so rechnen, machen sie Fehler. Und wenn sie Fehler machen, müssen sie wissen, wie sie die korrigieren oder auch merken, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und was haben die ENIAC-Ingenieure gesagt? Die haben gesagt, okay,
wir brauchen es sofort. Also, wir nehmen das hier, unser Modell. Und der ENIAC ist eigentlich nichts anderes als 20 solche Tischrechenmaschinen, nur elektronisch realisiert, die Sie miteinander koppeln können. Tabellen als Rechenstruktur, ein Tischrechner solcher, hier der Verein zur Darstellung historischer Computer hat so eine schöne Kurbelrechenmaschine. Die hat nämlich ein Eingaberegister, einen Akkumulator, auf den Sie aufaddieren können und ein Zählregister, die Sie für Multiplikationen brauchen. Und nichts anderes, da haben wir so eine, das ist jetzt eine Brunswiga, da habe ich damals noch in meinem Studium meine Ausgleichsrechnung mitgemacht. Und das genau ist der ENIAC. Es ist ein Rechenwerk mit vollständig mit Elektronikröhren, Elektronenröhren. Er hatte 20 Register, wie sie hier stehen. Es gab dann noch Zusatzeinrichtungen zur Multiplikation und Division, aber das ist eigentlich das Kernstück davon. Es gab keine weiteren Speicher. Er war auch nicht speicherprogrammierbar. Es gab einen Multiplikations- und Divisionszusatz, Ein- und Ausgabe über Lochkarten. Das war eine etablierte Technologie. Die dezimalen Stellen sind Ringzähler und deshalb passen sie in mein Merak-Modell, weil sie einfach jede Stelle dezimal von 0 bis 10 durch logisches Drehen das machen. Und er hatte einen flexibel speckbaren Datenbus. Das ist übrigens das Interessante, was ich bei dieser Gelegenheit gelernt habe, dass der Bus ist ein uraltes Konzept. Auch die Analytical Engine, da hatte man lange Zahnstangen und der koppelte sich dann, wenn die Lochkarte sagte, koppelte der das einfach an. Das heißt, der Bus ist ein uraltes Konzept. Ich hatte immer mal früher gedacht, das sei irgendwas, was Dick mit der PDP erfunden hatte, ist es aber nicht. Das ist hier da oben, ich glaube, ich werde das gleich nochmal genauer erinnern. Das hier ist eigentlich die Steuereinheit von dem Addierer, bei dem man hier oben die Debug-Anzeige sieht. Da wurde nie das Ergebnis abgelesen, das ging immer über Lochkarten. Er konnte dann etwa 5000 Additionen pro Sekunde erreichen, nicht zu schnell, damit es zuverlässig ist. Interessanterweise konnte er auch mehrere Additionen parallel, aber das hat man, glaube ich, selten ausgenutzt. Werden Sie aber gleich verstehen, warum. Ich habe das hier jetzt nochmal herausgezogen und deshalb auch die Ähnlichkeit und auch die Ähnlichkeit zum Merak-Bit zu zeigen. Das hier ist der Datenbus. Datenbus habe ich auch. Hier war der Datenbus ungetrennt. Mein Modifikator ist da nicht drin. Dann haben wir hier in der Mitte ein Steuerpanel, um die Addierer zu steuern. Und man konnte dadurch, dass man hier diese Digit Trace nennt man das, steckte man ein Kabel von da nach da, nämlich von da dann hoch. Und da hatte man hier Input Terminals und Output Terminals. Dann konnte man das oben auf den Bus stecken, wie man wollte. Und hier unten war die Steuerung. Das ist also hier unten auch ein Bus. Auch eigentlich sogar vermutlich mehrere hundert Busleitungen. Und in der Mitte gab es noch so Sachen zu sagen, ich möchte bitte das Negative rausschicken. Das heißt, jede dieser Einheiten konnte das Komplement bilden, anders als bei Merak, wo ich das zentralisiert habe. Dann gab es noch eine kleine Feature, man konnte also n-mal dieselbe Operation wiederholen, was auch sehr häufig in solchen Rechentabellen vorkommt. Das war dieser Repeat-Switch hier unten. Und das Interessante war also, gesteuert wurde das Ganze und programmiert, indem Impulse gesendet wurden. Immer wenn eine solche Recheneinheit fertig war, schickte sie über einen dieser Output-Pins einen Impuls. Der wurde dann nach unten geführt, auf den Bus gesteckt, zu der nächsten Einheit, die wieder was tun sollte. Das heißt, der eine Akkumulator hat gesagt, ich bin fertig, das an den nächsten Akkumulator geschickt und der ist dann losgerannt. Und zwar musste man das an zwei Akkumulatoren gleichzeitig schicken, nämlich dem einen, den musste man dann sagen, das war hier durch diese Schalter, du sollst bitte die Zahl senden und du sollst die Zahl addieren. Sie sehen die Ähnlichkeit zum Merak wieder. Nur, dass das hier also durch solche Kabel-VO hier unten passierte, etwas, was die Analogrechner eigentlich zum Aussterben gebracht hat, dass man nie über diese Kabel-VO hinweggekommen ist. War natürlich extrem schwierig, das Ding neu zu programmieren,
aber es hat halt seinen Zweck getan. Hier sehen Sie nochmal Programmierung durch Steckverbindungen. Hier sehen Sie es etwas genauer da unten. Also praktisch jeder dieser Pins, es gibt im Web eine ganz gute elektronische Nachbildung. Die können Sie so auf 3-5 Displays nebeneinander laufen lassen. Und da ist das also alles auch genauso gemacht. Dann sagen Sie also hier auf in Ihrem Plan steht, auf Bus 37 kommt der Impuls an, dann schicke ich den nach oben und wenn der fertig ist, schickt er den auf Bus 38 und dann können Sie damit programmieren. Zusammenfassung: Addierwerke als Speicher, deshalb der Merak. Dezimalzahlen in unierer Darstellung, deshalb ziemlich vergleichsweise langsam im Vergleich zu dem, was eigentlich mit der Technologie möglich gewesen wäre. Programmierung über Steckverbindungen, ein Albtraum. Loveless Bernoulli-Beispiel läuft natürlich nicht, weil ich habe keine Indexregister und nichts. 200 Röhren pro Register ist eine Menge. Davon waren eigentlich nur für die 20 Röhren. Also ich habe ja 10 Stellen, sind immer 20 Röhren und 20 Röhrenfunktionen brauche ich allein schon für die Schieberegister. Ein 31-Bit-Binärrechner wäre zwar nur ein Drittel so schnell, ein serieller, steht das hier nicht mehr, kostet aber auch nur ein Drittel. Das heißt, wenn man da auf serielle Rechner gegangen wäre, hätte man vermutlich mehr Leistung für dasselbe Geld erhalten. Aber die Idee war, wir bilden diesen Rechensaal nach. Punkt, fertig, das funktioniert. Und was kostet, ist egal. Das kann ja nochmal dasselbe. So war's. Deshalb nochmal Fragen direkt zum ENIAC. Okay, dann gehe ich einfach mal weiter. Oh, bin ja viel früher fertig, kriegen Sie viel früher Mittag. Kann ich mich hier noch weiter auswehren. Dann gab es einen ganz interessanten Computer. Das ist der Harwell Decatron Computer oder auch Witch genannt später. Der hatte 99 Addierwerke als Speicher, also schon ein bisschen mehr als der ENIAC. Und Sie haben, warum erwische ich immer den falschen Knopf? Sie haben eine Glimm-Zählröhre verwendet. Der Rest ist Relais, nur als Speicher hier diese Decatron genannte Glimm-Zählröhre. Im Grunde auch nichts anderes als ein Schieberegister mit Glimm-Strecken, wobei im Innern der Röhre bereits das Fortschalten vorbereitet war, sodass Sie also relativ wenig Ansteueraufwand haben. Hier links sehen Sie die 99 zehnstelligen Dezimalzahlen über die Decatrons. Und hier ist die Relais-Logik. Ansonsten wie ENIAC ein Dezimalrechner, der die Bits, einzelnen Ziffern zwar parallel, aber die einzelnen Bits, also das UNIR, seriell überträgt. Programmiert wurde er von Lochstreifen, normalerweise. Man konnte auch aus dem Speicher programmieren, aber wenn man nur 99 Register hat, ist das etwas wenig. Das heißt, man nutzt es zum Testen und noch nicht mal für irgendwelche Subroutinen. Man konnte also verschiedene Lochstreifenleser anschalten. Aber man konnte springen durch Zählen, nicht wie ich durch Label. Und es gab nur zwei Adressbefehle. Klar, wenn ich diese Architektur mit den Addierregistern habe, dann sind zwei Adressbefehle, wie ich sie ja auch hatte, logisch und wie sie effektiv auch der ENIAC verwendet habe. Beim ENIAC konnte man natürlich dieses Signal lese auch noch zu anderen Dingern schicken und eigentlich eine Zahl gleich auf 5 verschiedene Akkumulatoren addieren. Wie weit das gemacht wurde, weiß ich jetzt nicht. Und dieser Speicher hier kann halt auch nur beim Lesen gelöscht werden. Das ist zwar eigentlich technisch nicht notwendig, wenn man sich das genauer anguckt, könnte da vermutlich auch die erste Stelle erzwingen, aber das war auch so, man hat also einfach beim Auslesen gelöscht. Langsam, nicht schneller als ein Mensch, jedenfalls in der Anfangsphase. Wir haben also wirklich Tests damit gemacht, mit Leuten, die gut mit dieser mechanischen Rechenmaschine umgehen konnte. Und zu Anfang war der durchaus schneller, aber nach einer Stunde oder so brauchte der mal eine Pause oder machte Fehler. Und nach 10 Stunden war das schon was anderes. Aber die Maschine ist halt ausdauernder. Und man hat die also so gebaut, dass die 10 Tage dann mal über Weihnachten, Neujahr unbeaufsichtigt lief und offenbar auch keine Fehler gemacht hat. Man muss dazu sagen, bei den Engländern waren bei diesen Versuchen immer das Post Office dabei. Das heißt, Leute, die viel Erfahrung mit Relais hatten,
Die haben also gesagt, nein, das können wir nicht machen. Eine der wesentlichen Dinge zur Erhöhung der Zuverlässigkeit war beispielsweise, man kennt ja so die Klappanker-Relais. Da ist also hier so ein Anker, der angezogen wird und der strickt dann hier oben das nach oben. Das darf man nicht so rum einbauen, das muss man so rum einbauen. Weil wenn ich hier den Kontakt habe und da fällt ein Staubkorn dazwischen, bleibt es dazwischen. Wenn ich es so mache, fällt es wieder raus. Wenn ich da noch Doppelzungenkontakte nehme, dann eine bleibt immer übrig. Und das war also ein Ding, der die elektromechanischen Fernwählsysteme überhaupt erst zuverlässig machte, dass man auf die gute Idee kam, die Dinger auf die Seite zu legen. Und sowas wussten die Leute vom Post Office natürlich. Und hinter diesen Abdeckungen ist das, da bin ich ganz sicherlich so. Und halt, die wussten, wie man mit Relais umgeht. Und das musste man sich nicht selber erarbeiten. Gut, es war natürlich theoretisch speicherprogrammierbar, ein ganz einfacher Programmiercode. Das wussten die Leute damals sehr zu schätzen, ganz anders als die in Manchester, wo sie den Code der Teletype auswendig wissen mussten und der war völlig kryptisch verkryptet. Und Alan Turing, der da arbeitete, hat damit gar keine Probleme. Er hat gesagt, muss man auswendig lernen. Ja gut, der hat 5 Jahre lang Kryptographie gemacht. Für den war das ganz normal, dass das alles nicht irgendwie logisch mnemotechnisch ist. Das war ja ein. Und dass das Wichtigste ist, sollten Sie mal nach England kommen, gehen Sie nach Bletchley. Neben dem Bletchley Park Museum ist das National Museum of Computing. Und dort steht diese Maschine und sie läuft auch noch. Es ist der älteste, soweit ich weiß, der älteste funktionsfähige Originalcomputer, der in Australien, da gab es auch noch einen, der läuft nicht mehr. Also so zuverlässig ist die Maschine. Na gut, sie hat zwischendrin mal nichts getan, aber sie haben sie halt wieder rausgeholt. Und wäre schön, aber sie ist nicht mehr transportabel. Die haben auch noch die Originalkabel. Also wenn sie die nochmal transportieren, dann kriegen sie noch irgendwann... Genau. Also deshalb, leider ist die nicht zum Transportieren mehr da. So, das waren die dezimalen Rechner. Jetzt kommen wir zu einer etwas anderen Kategorie. Die hat auch was mit meinem Merak zu tun, aber ist natürlich doch anders. Und ich möchte auch die Gelegenheit nicht benutzen, um zu sagen, warum eigentlich diese Technologie dann doch ein Fehlweg war. Aber einfach mal, um zu verstehen, wie diese alten Rechner funktioniert haben, schien mir das schon ganz sinnvoll zu sein. Fangen wir an mit Ihres Vaters Z3. Warum ich jetzt gerade die Z3 genommen habe, na gut, die gibt es im Deutschen Museum München. Ich hätte hier lieber ein Bild von Ihrem nehmen sollen, aber das ist mir das auffiel. Das müssen Sie mir jetzt liefern, dass ich das einbauen kann. Also hier im Technikmuseum ist also ein weiterer Nachbau von Herrn Zuse zu sehen. Da können Sie also sehen, was Sie hier also sehen. Und insofern finde ich dieses natürlich viel schöner. Ich weiß nicht, ob Sie da schon fündig geworden sind. Hier unten gibt es eine Walze, die Ablaufsteuerung macht. Und das sehen Sie ja auch beim Merak. Die Walze, die Taktsignale generiert hat, das war halt die Technik, die man da verwendet hat. Ich glaube, links ist der Schrank mit den Registern, das müssten Sie eigentlich speichern. Richtig, keine Register. Es gab nur 3 Register und das ist dann hier in dem Schrank und hier ist eine kleine Bedieneinheit und ein Lochkartenleser. Denn es war ein, ich hoffe, jetzt korrigieren Sie mich bitte sofort, 22-Bit-Parallel-Relais-Rechner, also ein binärer Parallelrechner, weit seiner Zeit voraus, 64 Zahlenspeicher und mit einer Gleitkomma-Arithmetik. Und das war nun wirklich eigentlich revolutionär. Also sowas von genial um die Zeit kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und deshalb auch Multiplikation und Quadratwurzel. Wenn Sie schon Gleitkomma-Arithmetik machen, machen Sie natürlich auch eine Hardware-Multiplikation. Nichtsdestotrotz ist das schon eine Leistung und der Quadratwurzel-Algorithmus ist auch sehr pfiffig, also wesentlich besser als der, den ich da dargestellt habe. Ne? Der macht das durch binäres Suchen. Das Programm kam über 8-Kanal-Lochstreifen. Nicht unbedingt das Format, was wir jetzt hatten. Ich glaube, der hat 35mm Filme verwendet. Ne? Ja, mein Vater. Das war das, was man gut kriegen konnte. Es gab keine Bedingungen, keine Schleifen, außer einer geringen Schleife. Braucht man auch nicht. Denken Sie an die Rechenblätter. Wenn ich wirklich zu der Zeit etwas automatisieren will, dann ist das Berechnen von Rechenblättern. Dazu brauche ich keine Schleifen. Da muss ich erstmal sagen, okay, ich rechne das durch.
Beispielsweise lineare Ausgleichsrechnung. Da müssen Sie die Quadrate von Zahlen bilden, da müssen Sie ein paar Produkte bilden und die ganzen müssen Sie aufsummieren. Das konnte die Maschine hervorragend, das heißt, Sie haben 1000 Messwerte, dann lochen Sie die ab, stecken die rein und nach, was weiß ich, 10 Minuten haben Sie das zuverlässige Ergebnis und dann können Sie mit den Ergebnissen weiterrechnen. Es ist eigentlich gar keine Notwendigkeit dazu, wenn Sie erstmal überhaupt den ersten Schritt machen wollen, nämlich die ganze Rechnerei zuverlässig erledigen zu wollen. Und wie ich schon sagte, ein funktionsfähiger Nachbau ist hier im Technikmuseum. Ich habe jetzt keine weiteren Informationen über die Interna der Z3, aber da können Sie, ein bisschen kenne ich mich da auch aus, Sie können mich dann sich vermutlich auch fragen und solange Herr Zuse da ist sowieso. Dann gab es noch einen ganz anderen exotischen Computer, den ich der eigentlich gar nicht hier hereinpasst. Er war deshalb wichtig, weil er bei der Frage der Patentierung von ENIAC so eine große Rolle spielte, aber man sich auch die Zeit anguckt. Es ist also genial, wie da der Atanasoff seinen ersten Computer gebaut hat. Das war ein Binärrechner mit 50-Bit-Zahlen. Brauchte er schon Festkomma. Die Z3 hatte Gleitkommazahlen, die hatte das Problem nicht. Aber wenn Sie sonst haben, brauchen Sie viel Bit. Und Babbage sagte auch, natürlich brauche ich 30 Stellen, dezimalen Stellen. Darunter lohnt es sich doch gar nicht. 30 mal 3, 90 Bit oder sowas. Er war nicht programmierbar im eigentlichen Sinne. Sie konnten also hier nicht irgendwo ein Programm angeben. Die einzige Funktion, die er hatte, addiere zwei Vektoren mit 22 Elementen. Aber das war natürlich schon toll. Er wollte eigentlich damit lineare Gleichungen auflösen. Lineare Gleichungen mit vielen Unbekannten aufzulösen ist, Sie wissen es alle, immer nervig. Und man vertut sich so schnell damit. Also hat er so gesagt, ich habe hier also Vektoren und jetzt kommt es, deshalb hat er auch 22 Addierer gebraucht. Das konnte er nämlich in parallel gleichzeitig machen. Also sozusagen die erste Cray. Und er hatte auch Speicher und Rechenerhalt getrennt. Und was er hatte, hier die Trommeln, das waren Trommeln, aus denen kleine Kontakte hervorragen. Dahinter waren Elektrolytkondensator. Und er hatte aufgeladen und nach einer Trommelumdrehung hat er die Ladung in ein Relais und in eine Röhre geschickt. War ein reiner Röhrenrechner, also größtenteils Röhrenrechner. Also von der Arithmetik war es ein Röhrenrechner und das in den nächsten Kondensator wieder reingetan. Wie bei allen diesen Trommelumlaufspeichern, später auch bei der Magnetumlauftrommeln. Und das heißt, er hatte einen dynamischen Umlaufspeicher. Und heutzutage haben wir alle dynamischen Speicher hier, überall. Und dass man das hinbekommt, ist auch gar nicht, wenn Sie sich vorstellen, dass heutzutage auf den Chips da eine Handvoll Elektronen das ist, was das alles macht. Und die Ein- und Ausgabe, da sind noch spezielle und Zwischenspeicher, spezielle Lochkarten ausgedacht. Also man sieht also, auch Binärrechner waren durchaus in der Zeit denkbar. Aber diese Maschine, ja, der Atanasoff und der Berry, die wurden dann zum Militärdienst einberufen und das Militär hat an dieser Stelle nicht gesehen, was sie da vor sich hatten. Das wäre natürlich genauso gut dafür. Aber wie schon gesagt, der erste Vektorrechner der Welt. Und zwar deshalb, weil ich jetzt, komme ich zum Schluss, zur Pilot Ace, einer meiner Lieblingsmaschinen, die eigentlich immer noch unterschätzt wird. Das ist eine tolle Maschine. Sie sehen hier die gesamte Maschine, bestehend aus der CPU. Hier unten die Speicher, das waren Laufzeitverzögerungsspeicher. Die Technik kannte man aus dem Radar. Wenn Sie ein Radar haben wollen, dann müssen Sie, um das richtig anzuzeigen, die Signale einmal verzögern. Und dafür hat man Quecksilber-Laufzeitspeicher, ein langes Rohr Quecksilber, zweimal Quarze an das Ende und dann konnte man das für die akustische Laufzeit, im Quecksilber geht das, ist das schneller, verzögern. Und das war auch der Speicher und das war das hier unten. Und da hat er hier noch halt ein Bedienpult, wie das so schön bei den Rechnern damals üblich war. Hier sehen Sie die Version, die im Science Museum noch steht. Das ist also das Original. Hier ohne die Laufzeitspeicher. Natürlich Quecksilberröhren im Museum. Da wird man immer sehr vorsichtig. Ich glaube, es gibt sie auch gar nicht mehr. Und auch bei dem ETSAC-Nachbau, der jetzt in Bletchley beim TNMOC entsteht, im National Museum of Computing, verwendet man auch andere Methoden als die originalen Quecksilberlaufzeitspeicher. So, was war das? Es war ein Binärrechner mit 32 Bit.
Bitte zu bedenken, die 64-Bit-Ära hat gerade erst begonnen. Damals, also entworfen hat er den 4647, wenn ich mich recht entsinne, nachdem er vorher an einem Sprachverschlüsselungssystem namens Delilah, was fast unbekannt ist, gearbeitet hat. Sehr einfach, sehr effizient, weil er sagte sich, es war ja so, vom Bletchley Park, da war ja nur die Dechiffrierung. Die Empfängerstationen waren ganz woanders. Man hat das absichtlich getrennt, damit Bereiche, wo die Funksprüche aufgenommen wurden, das kann man vielleicht schon mal rauskriegen. Und dann kann es schon mal sein, dass da eine Bombe draufgeschmissen wird. Aber es ist nicht ganz so wichtig wie Bletchley Park. Und deshalb war getrennt. Das ging teilweise über Telefon. Sagt er, eigentlich müssen wir die Telefone auch verschlüsseln. Okay, da hat er die Logik für die Elektronenröhren gelernt. Die ACE, Sie können das immer noch nachlesen, hat ein wunderbares Pflichtenheft. Da steht alles drin, was Sie brauchen, um diese Maschine nachzubauen. Er hat die Schaltung beschrieben. Bitte, Alan Turing ist derjenige, der durch seinen Artikel On Computable Numbers und die Turing-Maschine berühmt geworden ist. Nichtsdestotrotz, dieser Mann war wirklich ein Genie. Er konnte mit Elektronenröhren umgehen. Das waren Majoritätsgatter in der ACE, die er da verwendet hat. Und er hat also die gesamte Logik dieser Maschine entworfen und so wurde sie später auch gebaut. Es dauerte dann ziemlich, bis man soweit war, bürokratische Verzögerung und zugegebenermaßen muss man auch sagen, also das mit den Laufzeitspeichern war nicht so einfach. Da hat eine Ingenieurin, glaube ich, fast 2 Jahre lang dran gearbeitet, bis sie die Signale da sauber durchkriegte. Aber er hat also auch schon berechnet, ob man nun Quecksilber nehmen sollte oder mit Alkohol versetztes Wasser. Und es gibt auch eine schöne Geschichte, ich habe ja ruhig noch ein bisschen Zeit. Einer seiner Leute berichtete, er hätte dann gesagt, ja, wenn ich so eine Laufzeitröhre habe, ist ja ein langes Rohr, da könnte es ja Reflexionen geben. Ja, sagte Alan Turing, muss ich mal drüber nachdenken. Jetzt dachte der, war ein Ingenieur, der geht jetzt hin und baut das als Versuchsmodell auf und misst einfach mal im Oszilloskop, die gab es ja damals schon. Nee, der ist hingegangen und hat über Differentialgleichungen versucht auszurechnen, wo denn welche Reflexionen bei welcher Reihenfolge waren. Das ist also schon, da komme ich echt nicht mit. Ich komme auch ansonsten mit ihm nicht mit, aber da auch sowas. Die 384, bei mir drin steht 320, ich glaube, Sie nageln mich nicht jetzt genau auf die Zahl fest, waren diese Ultraschallleitungen. Und ganz wesentlich, Programm war im Speicher. Nun, eigentlich kein Wunder, bei einer Turing-Maschine, wenn Sie eine universelle Turing-Maschine haben, haben Sie auf dem Turing-Band die Daten und das Programm gespeichert. Warum also, was lag näher für jemanden wie Alan Turing, das Programm im Speicher abzulegen? Und er sagte auch, wenn das Ding wirklich schnell sein soll, dann muss ich auch das Programm schnell lesen, kann ich doch nicht von Lochkarten, Lochstreifen einlesen, das nützt doch nichts, wenn ich, wo steht es hier, einen 1 MHz Bittakt habe. Kommt ja kein Peripheriegerät mit. Programm im Speicher von vornherein, übrigens ein ganz geniales Bootsystem, komme ich gleich nochmal drauf, ein Vektorrechner liegt nahe, wenn Sie Umlaufspeicher haben und die Verzögerungsleitung waren Umlaufspeicher, dann können Sie hintereinander liegende Speicherstellen immer schön miteinander addieren. Das war natürlich toll und deshalb war das auch wirklich die leistungsfähigste Maschine der Welt über lange Jahre. Und nur die Engländer haben es etwas den Deckel drauf behalten, weil sie haben es in der Atomindustrie und im Militär. Diese Pilot Ace hier, die eigentlich nur als Pilotversion, gar nicht als Produktivversion gedacht war, lange Zeit verwendet. Und wie schon dadurch, dass sie also auch halt Gleichungen auflösen, irgendwas, was mit Vektoren ist, konnten sie da sehr effizient machen. Sie war fürchterlich schwierig programmierbar, komme ich gleich noch drauf. Eine Ausgabe über Lochkarten, auch so eine geniale Sache. Ich komme auch gleich noch zum IPL, was ich versprochen hatte. Er las die Lochkarten nämlich nicht quer ein, schräg, nicht so rein, sondern spaltenweise und benutzte nur die ersten 32 Spalten für seine 32-Bit. Und er war so schnell, natürlich, die Maschine war so schnell, die konnte, wenn ich eine Zeile gelesen hatte, in der Zwischenzeit die nach Binär wandeln. Also das Umwandeln von binären Dezimalzahlen, in der Z3 übrigens auch sehr genial gelöst, das ist da auch schon bereits fest verdrahtet drin, war hier gar kein Problem, das waren ein paar Programmzahlen und die Maschine war ja nicht beschäftigt, wenn sie so, sie konnten zwar auf diese Art und Weise, sagen wir mal, entweder Zwischenergebnisse, bei so einem Lochkartenleser können Sie also so 20 Lochkarten pro Sekunde mal 12, sind also über 200 Zahlen pro Sekunde einlesen, wenn Sie das so machen. Die anderen Rechner alle hatten Lochstreifen.
Ja gut, wenn Sie da eingelesen haben, wenn Sie 20 Zeichen pro Sekunde einlesen können, sind das sehr viel weniger als 200. Sollen wir mal sehen, was ich hier noch dazu sagen habe. Zur Architektur. Und deshalb kommt die Pilot Ace hier vor, weil diese Architektur war auch wieder sehr genial. Er hat nämlich einen Bass. Und wie schon gesagt, Bass ist nichts Neues. Gab es sogar bei Babbage. Und dann hat er hier Register mit Toren, Gates. Und jetzt konnte er im Programm sagen, bitte dieses Register, das lasse ich mal hier auf dem Bass laufen und bei diesem Register lasse ich das in den Addierer einlaufen. Das waren die Basisprogrammbefehle der Ace. Insofern zwei Adress, ursprünglich wollte er drei Adressbefehle machen, aber was Sie auch sehen, die Verarbeitung liegt hier in den Eingangs- oder Ausgangstoren. Es gab also für jedes Register, hier sehen Sie das zum Beispiel bei dem Register, da konnten Sie einfach ersetzen, war hier kein Problem, beim seriellen Rechner ist das kein Problem, oder addieren, je nachdem, welches Tor Sie angewählt haben. Und sowas würde ich also, wenn ich das Ding nochmal neu konzipieren würde, in einen gemeinsamen Bus-CPU, kann ja stateless sein, dann ist das nicht so kompliziert. Es war sehr kompliziert, weil es gab sehr viele verschiedene Varianten, um dasselbe Register anzusprechen, selber auszulesen und einzulesen. Sie konnten also das Negative auslesen oder addieren oder was weiß ich nicht alles oder um 10 geschiftet. Und ganz unten habe ich noch angedeutet, den Dynamicizer und Staticizer, da die also aus einem Parallelsignal ein serielles machen und umgekehrt. Gut, ein direkter Bass, kein Modifikator im Gegensatz zu meinem Merak und den, was ich daraus mache. Das Befehlsformat war unwahrscheinlich komplex. Gut, er hatte 32 Bit zur Verfügung, aber gar nicht so viele Laufzeitspeicher. Sie kam also mit 5 Bit aus, um einen dieser Laufzeitspeicher zu adressieren, 32 Stück. Source Destination wäre das denn hier. N Next Instruction, nur die ersten paar Speicher waren als Programmspeicher verwendbar. Gut, wäre kein Problem gewesen, die Bits noch alle zusammenzuzählen, aber es war halt eine Pilot Ace, eine Pilotversion, um auszuprobieren, wie das Ding funktioniert, und zwar an realistischen Dingen. Und dann konnte er hier, und das kann zum Beispiel die LGP30, die da vorne steht, nicht, jedenfalls erst die späteren, konnte man Wartezeiten und insbesondere die Wiederholzahl programmieren, und das war halt sozusagen die Vektorfähigkeit hier. Ich konnte sagen, mache diesen Additionsbefehl, warte erstmal so lange, bis die Zahl richtig dran ist. Es ist ja ein Umlaufspeicher, das war der W. Und dann konnte er sagen, und jetzt bitte addiere das über alle Register auf. Insofern allerdings nur ja, dieselbe Source und Destination, aber ich konnte also praktisch auf diese Art und Weise eine Vektoraddition machen. Der zweite Vektorrechner der Geschichte und der erste Vektorrechner der Geschichte, der tatsächlich produktiv genutzt wurde. Und das ist das, was ich so schade finde, dass die Pilot Ace das nie diese Anerkennung gefunden hat, die sie wirklich verdient. Natürlich, wie bei allen Programmierern mit Umlaufspeichern, Sie müssten ja warten, bis die nächste Zahl da ist. Das konnten Sie durch geschickte Ausnutzung dieser beiden Felder minimieren. Das war dann das sogenannte Optimal Programming. Können Sie alles bei Alan Turing nachlesen. Also wirklich, seine Design-Dokumente sind ein Beispiel für fast jeden Ingenieur. Wenn Sie selber Ihre eigenen Dinge so genau beschreiben, bevor Sie sie bauen, dann sind Sie schon sehr gut. Das fällt meistens ziemlich schwer. Ich habe auch Jahrzehnte gebraucht, um das zu lernen. Gut, ein sehr komplexes Befehlsformat. Ja, ein moderner Computer, warum mache ich ein Fragezeichen dahinter? Weil das halt die Standardfrage ist, aber natürlich nicht vollständig speicherprogrammiert. CPU in die Register integriert, insofern kein moderner Computer. Umlaufspeicher diktiert die Architektur. Sie werden jetzt, wenn Sie sich erinnern, sehen, die Maschinen waren immer um den Speicher herum gebaut. Der Speicher hat immer beeinflusst, wie die Maschine wirklich aufgebaut ist. Schnellster Röhrenrechner der Welt, würde ich nach wie vor so sagen. Ich glaube, es gab danach keine Röhrenrechner mehr, die schneller waren. Extrem schwierig zu programmieren, aber Alan Turing war das kein Problem. Und Alan Turing hat also einen vollständigen Entwurf inklusive der Elektronik abgeliefert, als Pflichtenheft, ohne das Ding je gebaut zu haben oder für Versuche gemacht zu haben. Und das hat alles wunderbar funktioniert, als es dann natürlich so nachher so gebaut wurde. Ich hatte noch vergessen zu sagen und versprochen, IPL, dadurch, dass es ein Vektorrechner war,
gab es der Befehl 0, las die Lochkarte und schrieb die in den ersten Befehlsspeicher hinein. Das heißt, die konnten die ersten 32 Zeilen, 12 Zeilen der ersten Lochkarte schon mal in den Befehlsspeicher machen, schieben. Dann hatten sie 12 Befehle. Das ist toll für ein IPL. Sie haben 12 Befehle, die sie am ersten Befehl reinlesen können. Noch war alles klar. Das heißt, er brauchte kein Mikroprogramm oder irgendetwas. Es war ganz einfach aus der Architektur. So genial war Alan Turing. Das kann man wirklich nur noch nachträglich sagen. Wo ich gerade bei genial und Alan Turing bin. Alan Turing ist dann ja nach Manchester gegangen, hat dort Programmierhandbücher für die seriellen Rechner, die da gebaut wurden, später von Ferranti geschrieben. Das Programmierhandbuch für die Ferranti enthält in 2 Dritteln die Frage, wie mache ich meine Programme zuverlässig, und 1 Drittel, wie mache ich sie überhaupt. Er hat auch das erste Paper geschrieben über die Zuverlässigkeit. Ich glaube, das bringt da nichts mehr sowieso, aber ich kann ja mal nochmal anschicken. Bei den Neuauflagen dieses Programmierhandbuchs wurde diese Kapitel weggefallen lassen. Das heißt, wir haben immer noch das Problem, dass unsere Programme unzuverlässig sind, und nie hat jemand kapiert, dass schon Alan Turing eigentlich gesagt hat, wie man sowas macht. So, Fazit. Noch Fragen zu dem Bereich Binärcomputer, bevor ich zu meinem Fazit komme? Offenbar nicht der Fall. Mein Fazit, der Merak-Evaluator, den ich vorzeige, er ist nur in der Rückschau einfach. Er hat halt alles von vielen Jahrzehnten aufgesammelt. Ein elektromechanischer Rechner war möglich. Ich behaupte, er wäre auch rein mechanisch möglich gewesen, wenn man denn ihn hätte haben wollen. Verglichen habe ich es mit der Liste, die da aufgeführt ist. Und was ich im Laufe der letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre, wo ich mich mit alten Rechnern beschäftigt habe, der Speicher bestimmt die Entwicklung der Rechner, nicht die CPU. Wir haben vielleicht für den Faktor 1000 bei den CPU-Geschwindigkeiten, tun Sie noch eine Dezimalstelle dazu, ist mir völlig egal, wenn Sie dasselbe für einen Speicher machen, haben Sie Faktor 1 Million. Und vieles von dem, was wir heute haben hier, ist nur durch die Speichertechnologien möglich. Und immer dann, wenn eine neue Speichertechnologie aufkam, kriegten Sie neue leistungsfähige Rechner. Es hängt alles nur vom Speicher ab. Sie sehen ja auch, wenn Sie sich das nochmal Revue passieren lassen, die Rechner waren immer um den Speicher herum gebaut. Gut, jetzt können Sie generelle Fragen stellen, wenn Sie noch welche haben. Herr Zuse. Wegen der Aufzeichnung. Hallo? Ja. Also Horst Zuse, vorhin haben Sie gesagt, vor einer halben Stunde, 99 Addierwerke als Speicher, wie ist das zu verstehen? Bei dem Havel-Decathlon. Ja. Wie soll ich das verstehen? 99 Addierwerke als Speicher. Sie haben 99 Register. Und also ich würde sagen, Akkumulatoren sind Akkumulatoren, das. Wie bei der ENIAC. Ja. Das meinen Sie damit, ja, ne? Auch als Addierwerk, ja. Ja, das heißt, Sie haben da so einen Mix, denn die ENIAC war ja ein Mix zwischen Binärrechner und Dezimalrechner. Sie haben also... Nee, im ENIAC sehe ich nichts vom Binärrechner drin. Doch, Sie haben die einzelnen Röhren, das können Sie als so von 0 bis... Ja, das ist ein Schieberegister, aber das ist eigentlich nur eine Nachbildung eines... Machen wir nachher beim Mittagessen, ja. Okay. Ah ja, habe ich es verstanden jetzt, ja, gut. Noch jemand anders fragen? Ich meine, Sie dürfen mich natürlich auch im Laufe der nächsten 1,5 Tage gerne weiter fragen. Okay. Ja, nur eine Bemerkung. Also morgen um 11 führe ich die Z3 vor. Hier, okay, das Museum. Ist gut, ja? Wenn Sie es mir vorher gesagt haben. Also hier im Museum, ja? Gut. Also in dem anderen Bau da drüben, Hauptbau. Ja. Gut. So, also danke schön für Ihr Interesse, und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen.